Bin auch ein bisschen aufgeregt, mal wieder mit der Swiss zu fliegen, in der First Class und hoffe, die haben genug Bali-Klacks dabei. Auf geht's! So, der Hon soll jetzt eigentlich hier abgeholt werden. Jetzt bin ich hier an dem Eingang am Hin- und Herlaufen. Das ist natürlich schön, weil da habe ich ein bisschen Bewegung. Das ist gut. Also das ist nicht negativ. Aber eigentlich macht die Lounge jetzt zu. Und es ist keiner da, der den Hon abholt. Das heißt, die sind auf dem Weg. Man könnte jetzt natürlich noch ein schönes Bierchen trinken. Weil die haben ja tolle Bier. Die haben... Going! This is so nice, I like this. No, I like this. I go left way. And, was wollte ich sagen? Ich stehe hier jetzt auf jeden Fall immer noch im First Class Bereich, könnte jetzt noch ein Bierchen trinken und laufe mal wieder nach vorne. Ich meine, das kann doch nicht sein. Was ist denn das für ein Service? Ist es wirklich möglich? Ist das möglich? Also es ist schon wieder fast vorm No-Go. Weil, was musste der Hon erfahren? Die sind noch nicht da, weil sie noch eine andere Airline abfertigen. Sag mal, ich meine, wir haben jetzt 11.50 Uhr. Um 12.20 Uhr fliegt die Maschine. Ich meine, da kommt der Hon in Stress. Da hoffe ich nur, dass die ein Auto dabei haben. Also wenn sie kein Auto dabei haben, dann müssen sie jetzt laufen. Schauen wir mal. Sorry. The assistance? Need assistance. Now we can go. Of course. Okay. So, we are ready for takeoff. Yes. Nice to see you again. Bye-bye. Bye-bye. So, thank you very much. Bye-bye. Bye. So, I follow you, yeah? Yes. So, the assistant need assistant. Das ist natürlich ein neues Spiel. Und man kann doch sagen, die Mädels sind hier unter Stress. Jetzt folgen wir der ganzen Geschichte und es ist kein Auto da. Jetzt müssen wir das auch noch laufen. Ich hoffe, es ist der Weg nicht so lange. So, es geht jetzt los. Wir sind angekommen und wir starten regelrecht durch. Thank you very much. Bye-bye. Und so schnell geht's hinein. Und der Weg war gar nicht so lang. It was not so far away. It was maximum 5 minutes to go. Yes, maximum 5 minutes. And this 5 minutes was excellent. Did for me? Thank you so much. Yes. Okay. TA. See you next time. See you next time. Yes. I hope no. So, first boarding. Have a look. 1 second. First boarding. First boarding. Bye-bye. 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 Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sagt man jetzt. Jetzt muss ich euch die Schweizerdeutsch sprechen, oder? Da kommt der Hon an den Bord. Der Hon ist an Bord. Es kann losgehen, oder? So, der Hon ist an Bord. Es kann losgehen, oder? Jetzt bin ich schon ganz auf Schweizerdeutsch. Schönen guten Abend. Willkommen. Guten Abend, sagt man ja in der Schweiz, gell? Genau. So, ich habe zwei... Darf ich Sie zu begleiten? Sie dürfen mich wohin auch immer Sie gehen. Ja. Wenn es zu meinem Platz ist, ist es natürlich schön, wenn es woanders hin ist. Platz. Vielleicht haben wir noch Sitz. Excuse. So, schauen wir mal, wir sind da. Thank you very much. Das wäre Ihr Preis gewesen. Bitte.
kann ja sagen, das ist natürlich, das ist altgewohnt, ja. Es hat sich also fast nichts verändert, glaube ich. Es ist also immer noch die gleiche Abteilung. Es gibt immer noch meine Lieblingssprüngli. Sehr nette Begrüßung, Grüezi. Und das Glas, sauber, so wie es gehört. Schöner kalter Champagner, aber ist ja wirklich immer noch das Gleiche und immer noch die gleichen Schuhe. Naja gut, wenn man lange nicht geflogen ist, ist es völlig in Ordnung. Da kommt man damit gut klar. Das sieht wieder entzückend aus. Guck mal.
Ankunft in Zürich. Wir sind geflogen mit der Swiss in der First Class, in der 777. Und das war, wie soll man das sagen, ein Flug, der einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Dazu gleich mehr. Jetzt werden wir vom First Class Service abgeholt. Und dazu gibt es auch noch mal eine kleine Information. Jetzt erstmal los. Herzlich willkommen. Grüezi in Zürich. Say yes to the world.